Landwirt Praxistest. Kreiselegge, mechanische Anbausämaschine, 3 Meter Arbeitsbreite. Vor allem in kleinstrukturierten Regionen ist diese Art der Mechanisierung nach wie vor weit verbreitet. Grund genug für uns, 3 Huckepack-Kombinationen in der Praxis zu testen. Am Start waren die D9 3000 Super von Amazone, die Vitasem 302 von Pöttinger und die Profi-Drill D300 von Vogel und Not. Beim Huckepack-System wird die Sämaschine über ein hydraulisches 3-Punkt-Hubgestell mit der Kreiselegge verbunden. Gerätekombinationen dieser Art lassen sich sehr flexibel einsetzen. Weil die Sämaschine weit hinten sitzt, stellen sie aber hohe Anforderungen an die Hubkraft und das Eigengewicht des Traktors. In Summe haben unsere Testfahrer mit den 3 Maschinen mehr als 200 Hektar bestellt. Gesät wurden Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel, Raps, Ackerbohnen, Blatterbsen, Sommerwicken, Begrünungsmischungen und Luzerne. Die Böden waren sehr unterschiedlich, von leicht bis sehr schwer und teilweise auch steinig. Eins gleich vorweg, sehen können sie alle. In puncto Arbeitsqualität und bei den Feldaufgängen konnten wir de facto keinen Unterschied feststellen. Bei der praktischen Handhabung gibt es aber zum Teil große Diskrepanzen. Hier hat jede Kombination ihre spezifischen Stärken und Schwächen. Details dazu sowie alle Ergebnisse unseres Vergleichstests finden Sie in der Landwirt-Ausgabe 18/2014. Holt euch die ganze Welt der Landwirtschaft ins Wohnzimmer mit den Videos von landwirt.com. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert jetzt unseren YouTube-Channel.